Hallo Servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers. Da zieht sich das ja doch schon wieder. Einfach nur mal fix bohren, ne? Ja. Eben kleinen Stückchen, hast du schon kaputt gemacht. Ja. Die Hälfte davon habe ich gebohrt per Hand, dass man das wieder retten kann. Ja, hier sind Kühlchen. Meine Gefühle, sie werden gerade verletzt. Ja, vielleicht strengt man sich dann besser an, ne? Glaub, du sollst das Bohrpersonal wechseln. Ja. Ich glaube, bei dir wäre es schon bei der Hälfte vorbei. Da hat man Ja, extra noch in den Kommentaren gesagt, gebt dem doch einen Sauerstoffgenerator, dass es dem Personal gut geht hier. Und dann bei der ersten Bohrung schon ein Crash machen. wer kann, der kann. Ja. Dann hol mal was raus, was wir da eigentlich wollten. Auf geht's. Okay, ich muss. Ach, jetzt ist das weiß. Also nicht weiß, ist egal. Muss den nur kurz umbenennen, warte, ich gehe direkt hier ran. Ja, der eine fehlt natürlich, klar. Das war Kolbenbohrer. Die Gruppe. Oder halt der Name. Kolbenbohrer. Okay, jetzt müssen wir das nur noch einmal neu kompilieren, meine ich. Dass er das wieder erkennt. Ach, stimmt, der ist jetzt unten. Nicht mehr da Hat oben. einer von euch zufällig eine Sauerstoffflasche? Alles rum, Ja, die in leer meinem gegangen. Schiff. Wir haben da Sauerstoff in der Base. Und das, ja. Nicht Sauerstoff, ich meine, Hydro meine ich. Haben wir auch in Sorry. der Base. Ach, stimmt, da kann ich auch. Ups. Ja, los, Fatz. Ich hätte es mal probiert, ob es vielleicht einfach so schon angenommen hat, wenn du da einen Namen einträgst. Ich. Das weiß ich eben nicht. Ich hätte es einfach mal probiert. Reinsetzen und gucken. Warte mal kurz. Okay, das ist. Nee, es ist nicht heilig, ich wollte doch gerade sagen. Das sieht so komisch aus. Hier oben ist. Wir haben Dings vergessen zusammen zu schweißen. Das Scharniergegenstück, was du platziert hast. Das ist noch gar nicht Ja. fertig. Bin neidisch. Er hat alles dabei, Nee. sonst drin. Vier Rohre. So, schade, was. Vier Rohre Acht und wie viel? Hersteller. 8 Hersteller, okay. Bin ich Bin sogar sehr richtig ganz schön. neidisch. Okay, warum? Weil er Ja. sein Survival-Kit hat Acht beide großen Hersteller. Anschlüsse an einem großen Vier Anschluss. Rohre. Drei Rohre habe Aber. ich. Ja. Also, wo man noch einfach zugreifen kann. Von dem Container aus. Ja, wenn das Modul So. dann mal wieder noch zu Hause ist, dann kann man gerne wieder ein Upgrade machen. Oh. Und das Scharnier. Doch Bohrer nicht. müssen wir jetzt noch runterstellen. Ich glaube, das war ja dann das, was auch zum Großteil dafür schuld war, dass es dann so. Also ich war auch schuld, aber halt, das war der ausschlaggebende Punkt, der dann zu viel Kraft. Ja, was heißt Kraft? Aufgebraucht Die hat. haben ja alle gedrückt von oben. Ja, da ist aber das ist normal da eingestellt. Und die habe ich ja alle runtergestellt. 10 ml. Komm, setz dich rein jetzt hier. Schlauch. Wir wollen was sehen. Ja. Ich stelle nur kurz alles so ein, wie es bei den anderen ist. So. Ja, das ist, lasse ich jetzt so erstmal. Okay. Auf dem Weg. Stell die Zahlen noch richtig ein, während du da auf dem Weg bist. So, jetzt. So. Also, er hat es erkannt oder hattest du neu komplettiert da? Ich habe schon neu gedrückt. Aber fahr mal bitte komplett einmal ein, sonst läuft das ganze System ja falsch. Ah, stimmt. Und jetzt wieder runter. Muss ich dann irgendwo an? Jetzt spüre ich irgendwie einen komischen Widerstand. Oder kommt es mir nur so vor? Das kommt mir nur so vor, glaube Das ich. Aber ruhige es ein hängt ab. bisschen lauter mitteilen, weil das muss ich immer lauter drehen beim Schneiden. Das ist voll Aha. nervig. Ja, es tut mir leid. Irgendwie, das fühlt sich anders an, auf jeden Fall. Anders. Das ist schon mal klar, ja. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die hören nicht direkt auf. Mit. Ja. Aber bis jetzt scheint alles zu klappen.
So halb. Ja, wir haben natürlich jetzt alles Ihr sagt, wenn ich viel schwächer. irgendwo ankante, ne? Eigentlich sagen wir das nicht, aber es sieht gut aus. Kann ja sein, dass die jetzt nicht mehr sofort aufhören, weil wir die Newtonmeter so weit runtergedreht haben. In den weißen Bereich halt. Wenn es halt störend ist, muss man es halt wieder ein bisschen hochziehen. Ja, du kannst schon ein bisschen mit dem Bohrer ab und zu an und den Wänden. Bäh, nicht ins Loch fallen. Ja, ich muss da halt stirbt man. Größer ja. Bohren. Wir das wollen ja jetzt erstmal ein bisschen was von dem tollen Zeug, was da unten schlummert. Ja. Das ist wie so ein darauf Mix, wartet, aber anders. Geweckt zu werden. Wenn du da reinfällst. Ja. Du hast nicht von unten geschreddert, sondern von oben. Achso, ich kann doch hier direkt schauen. 80k voll. Ah, reinfallen. 100, okay. Hat weh. Hast du dich mixen lassen? Kann ich. Ja, ich kann dir sagen, es tut weh, sollte man nicht tun. Okay. Wie weh? Aber ich hab. Ja, schon ein Fünftel. Also 20. Ich hab hier VIP-Zuschauerplatz, wenn ich hier nicht weggedrückt werden würde. Aber jetzt. Seh dich halt gar hier nicht. Hier hat noch Platz für einen anderen VIP. Seh dich? Ach so. Ah, ey, der drückt mich schon wieder. Der will mich schreddern. Ah! Das ist sehr dick. Ihr macht das mit Absicht. Ah. Aua. Schmerz. Wie viel Leben hast du noch? 80. Sieht noch gut aus. Ah, okay. Das sah nämlich so aus, wie du ziemlich lang drin warst. Ja, das hat sich so angefühlt, ja, auf jeden Fall. Sitzt ja aber, denke ich mal, ganz gut. Mhm. Ja, ich glaube auch. Dein Kopf, der klemmt. Der könnte zu einer Explosion führen. Ja, der hat wahrscheinlich ein bisschen länger geklemmt, der Kopf, der ist komplett ausgefallen, so wie es aussieht. Hey, oh. Der ist noch heile. Okay. Ja. Aber wir sehen keine Anzeichen auf tolles Zeug irgendwie. Nee. Ja, ich hab irgendwie keinen Auer gerade. Ich trau das im Loch. 13 Meter sagt's von hier aus noch. Also noch 10 vom Bohrer weg. Das sieht eigentlich echt gut aus. Oh, ich dachte, ich wäre schon viel weiter. Oh. Nö, das ist noch gar nichts. Also ich frage, kann man ja noch gucken, ob die Scharniere schon ganz draußen sind? Ich habe das Gefühl, die bewegen sich nicht mehr so wirklich. Sind die Scharniere schon alle draußen? Ja. Ah, das heißt, jetzt müssen wir komplett so gerade. Ah, es kommen die Kolben zum Einsatz. Ja. Pass auf, dass du nicht übertreibst, ne? Es sind ein paar Kolben. Oh, ich sehe. Mineral in Sicht oder so. Mineral, genau. Magnesium eigentlich. Rohstoff. Rohstoff in Sicht. Sieht aber eher aus wie Kobalt, habe ich so das Gefühl. Ja, das sieht echt aus wie Kobalt irgendwie. Mal, ich gucke mal, was im Bohr landet. Es ist. Magnesium. Yes. Magnesium. Kobalt ist, glaube ich, ein bisschen mehr blau und nicht so silber. Ja, genau. Aber so, wenn man jetzt nicht direkt Kobalt nehmen kann, finde ich schon, dass es ein bisschen so aussieht wie Kobalt. So ja, das Kobalt ist schon um einiges blauer. Ja. Also auf den ersten Blick. Könnte man vermuten. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ruppelt ein bisschen. War dein Kopf bestimmt, ne? Ja, muss da oben bisschen. Dein Kopf schläuft. Ja, der funkt. Genau. Ich glaube, du musst bald einen neuen Helm kaufen. Oder neu lackieren auf jeden Fall. Hm, neuer Kopf. Das passt. Ach, das wäre auch natürlich gut. Ja. Neuen Kopf brauchst du nicht direkt. Aber wenn du noch öfters hier reinfällst, brauchst du bald irgendwie einen neuen Körper. Weil wie nicht mehr wirklich Knochen leben. Ich bin da runtergegangen, guck nach oben wieder raus zu fliegen und mein Kopf ist komplett zwischen den drei Bohrern drin. Ich hab nur Bohrer gesehen. Ich hab echt gedacht, jetzt ist vorbei. Also ich wäre dafür, bei dir ist das Eis abzuholen. Mhm.
Wo, Meister, ich würde gerne nach oben befördert werden wollen. Ich würde auch gern. Einen Moment. Kannst du ein bisschen Platz machen? Ich bin ganz hinten. Ja, jetzt bin ich ganz hinten. Irgendwie ist meine Ja, Steuerung in okay. die eine Richtung rumgedreht, muss ich aufpassen, ein bisschen. Kommst du hin jetzt? Okay, ich stehe auf dem Oh, Terminal. Ich stehe auf dem okay, Terminal. ich bin ein Passt schon. bisschen Und ich rübergehoben. steige mal nur kurz aus und nochmal ein. Warte, darf ich wieder rein? Ui, Wo, hallo? Meister? Muss er? Hallo? Falscher Zeitpunkt für Ja, Experimente. meine Steuerung. Gotti, beam me up. Ass ab. Wir würden gerne lebend oben ankommen. Bin weg. Einer ist gefallen, egal. Ja. Ich liege hier im Magnesiumbett. Okay, viel Spaß. Lass dir es gut Danke. gehen. Schöne Träume. Ah, oh, geil, wie man das aus der Mine fährt. Ich würde gerne da irgendwo abgesetzt werden wollen. Ich habe gerade, Elvis, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es nicht direkt gestoppt hat. Also den Bo Weil du willst Dings, du könntest also dich ja wieder, waagerecht ne? drehen und dann Meinst du jetzt so? ja und dann so draußen aufs Eis fahren, da kann man absteigen. Und das mal die Außenperspektive gut nutzen, ja, das ist doch geil. So ein geiler Baum. Schön. Ja, finde ich auch. Zielort erreicht. Dankeschön. Bitte Und schön. Freiheit. Jetzt viel Spaß beim Bohren. Dankeschön. Ich werde jetzt ein bisschen Hydro und Sauerstoff noch nehmen, dann düst mal los, ne? Hallo, hier ist extra eine Leiter. Ach so, tut mir leid, tut mir leid. Ah, du drehst es rum, wenn ich auf dem Kopf bin, okay. Riecht irgendwie komisch. Okay, interessant, jo. Wieder dazu gelernt. Kann man da auf den Kopf springen? Will nicht so richtig. Drüber. Nö. Danke fürs Zumachen. Bitte, bitte. Ja, man muss ja drin bleiben. Können jetzt dein Schiff nehmen. Das könnten wir, ja. Aber ich kann es nicht fliegen, ich habe keinen Führerschein. Ach, du Schreck. Ja, ich merke auf jeden Fall, dass es ein bisschen schwächer ist, deswegen werde ich mal bei den Scharnieren einfach im Allgemeinen das bisschen hochdrehen. Ist das die Leiter, die nicht funktioniert? Ja. Ach ja. Genial, ne? Also entweder habe ich sie verdreht, dass es verdreht geht, also dann halt Ja, man nicht kann ja aber geht. auch nicht nach unten oder oben. Aber ich denke, es braucht einfach eine zweite Leiter, dass er dann auf die nächste geht. Oder dass er halt einen Endblock braucht und da ist ja so ein halber Block noch drüber. Ja, Kann ich mir gut vorstellen. Auch. Was machen Sie da oben? Ich weiß nicht, ich hatte überlegt, ob wir fliegen oder nicht. Ich weiß nicht, ich habe keinen Ach, Führerschein. du willst nicht Was, fliegen? wenn wir angehalten werden? Was, wenn wir angehalten werden, dann gibt's kein Eis. Weißt du? Hallo, hast du mal die Sterne hier auf der Jacke gesehen? Uns hält niemand an. Und wenn dann. Weiß man ja nicht. Wenn dann verkrümelt er sich ruckzuck. Wenn ich, keine Ahnung, sag, verschwinde. Ja, du, da oben, wenn du da oben Wir haben drauf stehst, hast du Magnesiumbalken geballert. so ein orangenes Gestülp über dir, dass dir nicht kalt wird, wenn du da oben sitzt, weißt du? Ah, okay. Das heißt, du bist mit dem Raumanzug darunter. Ja, oder ich sitze da oben. Ach so. Du willst das Teil nicht fliegen, ist doch bloß ein kleines Schiff. Ah. Ah. Hallo, ich will Sauerstoff. Ich Sauerstoff. krieg erstmal eine Flasche hier. Ach so. Ja. Und du hättest ja eine Base Sauerstoff, aber natürlich ist eine Flasche noch ein bisschen komfortabler, ne? Ja, genau. Lass die Rohre da einfach liegen. Ja, die sammle ich jetzt gerade noch auf. Ich hatte nicht genug Platz. So. Jetzt Viel volle Spaß. Kraft voraus und noch ein Stück nach rechts. Genau, jetzt. Und jetzt volle Kraft voraus. Voll da reinhämmern. Kämpf zurück. Warte. Ah. Wo ist mein Sitz? Wo ist mein Sitz? Da.
Er zerstört ihn jetzt noch kurz vorm Abflug. Kampf der Gigantenbohrer gegen Schiff. Lange genau. Gegen. Ich glaube, beides Nein. liegt dir am Herzen. Okay, das. Oh, das war aber gerade knapp, Kurt. Nein, war es nicht. Gerade ich Mist. wir müssen, glaube ich, erst nach Hause. Warum? Mit dem Arm. Ich bin mir nicht sicher, kaputt, aber ich glaube, das Schiff kann ja nicht so viel tragen. Ah, okay. Ist ja ruckzuck überladen, wenn man eine Wende fliegt mit dem Ding. Also die Batterie lässt. Ja. Ich hab's aber schon drei, das ist echt schlimm. Ist das eigentlich noch voll? Ich hatte es ein bisschen agiler gedacht. Ja, 500 Liter. Ja. Ein bisschen was ist drin, stimmt. Ich hab ja die 500 und 600 Liter, also 1100. Dings reingemacht. Mit Flaschen und ein paar Materialien. Okay. Race 10 von Speed. Ich flieg nach Gefühl. Stopp. Ich hab gefühlt, dass da irgendwas klemmt. Also soll ich nicht sagen, aua, mein Kopf. Also, mein Kopf ist in der Decke. Aber wir sind zu hoch, okay. Warum schlage ich denn links an? Doch nicht einfach mit meinem Schiff, oder? Okay. Erstmal bist du auch dagegen. Oh Gott. Oh ja, müsst ihr ja auch Kameras haben. Moment. Oh, da ist eine Kamera. Nein. Jetzt. Und ja, drück die 7. Die 7 ist eine Rückfahrkamera. Die 7 ist gut. Ich weiß, die 7 ist geil. Ah, schön. Gucken, ob hier noch alles heil ist. Zip, genau, angesaugt. Geht. So. Und jetzt machen wir das aus. Jetzt. Und zwar ruhig. Bereit zum. Kann aufladen. Wir haben es überlebt. Ja. Willst du das Schiff fliegen? Ja, das will ich auch nicht fliegen. Okay. Au. Tod durch Schiff. Echt jetzt? Mal wieder, ja. So geil. Ich bin da gar nicht so schnell geflogen. Okay. Einfach ich austauschbar, sitze. Ruckzuck. Da liegt der Alte noch, der alte Idiot. Jetzt sitzt ein neuer hier. Oh Mann. So. Das. Flammschutz testen? Hä? Hat er geklappt? Ich hab keinen Kontakt gehabt. Ich denke, es war noch ein bisschen Platz. Echt? Okay. Also, er lebt auf jeden Fall noch. Das kann ich dir sagen. Okay. Keine Dellen, keine Kratzer. Wenn wir uns das Eisfeld ja mal anschauen hier. Hast du Meteor in meinem Weg gelandet? Vorher schon. Also ich will das hier noch wegmachen. Ja, ja. Das? Ja. Und das. Okay. Und dann ist es wahrscheinlich blöd, noch weiter zu farmen hier an dem Feld. Denke ich auch. Vielleicht hier mal noch eine kleine Ecke oder was hier, falls man nochmal eine Ladung braucht. Aber wenn du dir schon wieder überlegst, das Feld war fast leer. Keine Meteoriten, jetzt schon wieder so zerstört. Ja. Oh, hier könntest du noch hinfahren. Nach links, vielleicht. Muss man dann mal schauen, wenn wir unten sind. Ja. Ob man da noch ein, zwei Fuhren vielleicht holen könnte. Ja. Meteoriten. Angeschlagen am Modul. Scheint aber noch ganz zu sein. Ja. Autsch. Oh, hoppla. Er hat einen kleinen Schaden. Gab auch einen kleinen Unfall. Vielleicht sogar zwei, aber nur vielleicht. Oh, hier regnet's ja. Regnet's bei dir auch, Jonas? Ja. Achso. Ja, okay. Schaden? Was hast du schon wieder zerstört? Nix. Warum das denn? Gehen schon wieder Dinge in die Luft. Warum tut er das?
Ja. Man weiß es nicht. Es bleibt Könnte auch ein sein, dass Rätsel. ein Bohrer auf dem Boden lag. Okay. Kleinere Schäden werden halt nicht mehr aufgenommen, ne? Genau, vielleicht lag man auch schon wieder auf dem Rücken. Nein, Nur niemals. vielleicht. Doch. Auf dem Rücken. Warte, Filtermodus, Aha. Whitelist und dann Stein, ne? Ja. Okay. Aber sonst alles Ja, aber wunderbar. vom Rücken, das bekommst du aber allein gar nicht hin, oder? Doch, doch, hab ich hinbekommen. Sonst wäre ich ja nicht hier. Ja, deshalb glaube ich es erstmal gar nicht so, dass es wirklich auf dem Rücken gelegen hat. Weil ich nur so halb vom Rücken. Nö, das Wie heißt kann ja das? sogar Gestein schaden, wo es oder? lag. Ja, hier hinten. Ah ja, hier, Gestein. Hinzufügen. Gut, ich denke, ist alle ersetzt, ne? Schon gerade. Whitelist Gestein, dann. Muss man ausschweißen, die ich gesetzt habe. Hab ich? Hast du schon? Okay. Bin der Meinung, ja. Okay, gut. Wo ist es? War ja nur die Hier rechts, ne? ausgesetzt. Dann belade ich das hier mal. Ja. Ich warte. In meinem Auto ist auch noch was zu tun. Eisen. Als was hieß. Ich hab da ein bisschen EN zu viel. Bei dem Eisen. Stimmt. Wir sind ja hier auf Eis gestoßen, nicht auf Eisen. Ich habe letztens so viel Richtig. Eisen von da unten geholt, das war jetzt erstmal so noch drin, weißt du? Alle Erze. Ach, Barren Komponenten nimmt er ja auch mit. Echt? Da steht dran, alle Erze, Barren Komponenten deponieren. Ah, Das ist ja schon mal Quatsch. Also hier in dem Fall. Muss ich doch wieder per Hand. Ja. Okay. Ich habe jetzt den Auswurf angemacht und es sieht echt sehr schön aus, wie es da durch diesen einen Gang durchrollt. Und dann gibt's unten, da ist so ein bisschen eine coole. Ja, das ist ein Meteoriteneinschlag. Sonst würden sie den ganzen Berg runterkullern, bis in die Unendlichkeit irgendwo da unten ankommen. Aber durch den Krater da unten sammeln sie sich leider da. Aber es ist richtig schön weit weg, also ich könnte mir auf jeden Fall nicht entgegenkommen. Also das ist echt. Das müssen wir uns auf jeden Fall Aber noch keine schlechte anschauen. Idee von dir, das aus. Das sieht echt nass aus, ja. Aber jetzt blockiert es auch. Nö, es blockiert. Ich Echt? muss den Gang vielleicht. Ja, ich muss den Gang ein bisschen breiter machen. Ja, später blockiert es dann halt nicht mehr, wenn. Ja, jetzt hast du ja auf einmal auf alles Kleinere rausgeworfen, Steine. ja. Ja. Ich habe jetzt trotzdem mal ein bisschen breiter gemacht. Ja, sieht vielleicht. Na, es ist trotzdem noch schön. Aber rechts kriegt er ein bisschen weggepickert. Ja, so müsste es passen. Jetzt kullern sie da alle schön runter. Das Schiff beladen hier macht gar keinen Spaß. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber was ich mir jetzt erstmal mache, ist ein größeres Loch, das ich nicht so leicht irgendwo ankannte. Also bei mir gibt es auf jeden Fall dann auch Eis zu holen. Ja, wir können erstmal ein bisschen Eis dort lassen bei dir, ne? Für den Eigenverbrauch. Ja, wirklich viel passt jetzt nicht mehr rein. Da kommt, glaube ich, schon gut was hier raus bei mir. Ja, ich habe schon fast 100.000 Eisen hier. Nicht Eisen, Eis. Ja, dann nehme ich halt Ich dann mache einfach was einfach mit, bevor es Rüstung. dann bei dir verstopft alles, ne? Da muss ich sagen, ist so ein Bohrarm halt schon effizienter so zum Eis holen, vor allem wenn es so eine schöne offene Fläche ist. Aber als möchte ich jetzt nicht für dich sein Auto schlecht reden, das ist nämlich auch ein echt gutes Auto. Aber es ist halt mobil, weil ich. Wie lange haben wir das Ding jetzt aufgebaut? In der Zeit hätte er locker die Menge reingebracht. Bis das Ding ja stehen würde. Ja gut, das perfektioniert man dann ja noch. Ja. Das Teil einfach hinstellen, den Bohrarm transportieren, anheften wieder. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hätte, geht es ja auch alles ein bisschen schneller. Aber fertig sein Fahrzeug ist aber trotzdem noch ziemlich cool. Du wirfst aus. Sehe ich jetzt erst. Du wirfst aus, hör auf. Oh. Da habe ich wohl anscheinend eine 5 gedrückt.
Liegt ganz viel. Hey, komm mal raus und helf mal, das wieder einzusammeln. Okay, dann mache ich halt die Steuerplatten auch mit weg, dann geht es schneller. Ja, auch gerade, dass ich schon wieder auf Boden schleiche. So, kommen wir hier mal auf eine bessere Position, um das mal kurz noch zu sehen bei ihm. Ich wäre dafür, dass du es zum Pod zurückbringst, was auch immer du jetzt hast. Okay. Moment, Stärke. Diese Leistung. Er machst ganz schön raus für das kleine Ding. Wieder. Was haben Sie gesagt? Nix, nix. Ich habe ein kleines Problem. Soll ich wegschauen? Ja. Das ist die Steigung hier. Wir genießen erstmal die schöne Aussicht, den klaren Himmel, die nicht zerstörte Landschaft. Ach, das ist geil. Aber kein Eis da unten. Hab mich jetzt mal kurz umgedreht, er steht noch, okay. Ist okay, gut. Ich guck Boah, wieder ich. weg. Ich komme hier nur irgendwie, ich weiß nicht wieso, nicht raus. Bin ich mir nicht so sicher. Soll ich dich abschleppen? Ich krieg das hin. Ich mach kleine Fortschritte. Sieht gut aus, ne? Boah, wieder eingerutscht. Der ist aber schon voll. Okay. Muss man halt immer die Federung mal kleiner machen. Immer diese Federung machen Probleme. Da jetzt lief's doch, hä? Problemlos. Ja. Voll geil, wie die Räder jetzt sich anpassen an den Untergrund. Das sieht gut aus. Das sieht aus, als wäre das die optimale Einstellung jetzt für das Gewicht. Ja. Meteor Storm inbound. Meteor Storm inbound. Oh, ich habe zweimal die Meldung bekommen. Ich habe gar keine Gar mitbekommen. keine. Das habe ich meine mitbekommen. Wahrscheinlich, ja. Der geht bei der Base runter. Jonas, wo bist du? Ich bin bei der Bohrschanze. Okay. Ich habe keine Meldung bekommen. Oh, fast perfekt eingedockt. So. Gut, da gehe ich mal zu mir in das Schiff. Gehen, glaube ich, noch 5000 Liter. Aber bin mir da nicht so ganz sicher. Das, was du jetzt gebracht hast, reicht doch bestimmt. Ne? Ach, Moment, hier habe ich noch 1000 Liter. Eis, 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 Ich Eis. dachte, ich hätte gerade noch eins gesehen, wo noch ein bisschen was fehlt. Nö, das müsste reichen. Schaltet Inklusive. eigentlich höchstens noch ein halber hat gefehlt. Ja, jetzt noch. Hä? Wo hast du das Eis hergeholt? Aus dem großen Frachtcontainer Nummer 5 in der Base. Ach so, Was hast du da? ich habe Ja, auf, ich habe das mit dem Ärzten gemacht, weil das meist raus und da habe ich nicht reingedacht, dass es ja auch noch in die Base gehen kann. ja. Ja, gut, Triebwerke an. Abgedockt. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Oh, ja, habe ich das nächste Mal. Kannst du bitte mal bremsen? Muss ich schon zu dir runter, Jonas, zu der Bruchstation? Wegen Platz, meinst du? Ja. Ja, ich guck mal kurz rein, wie viel drin ist. Ist denn? Nee. Nee, nee. Nee, passt noch, alles gut. Okay, das ist Ich gut. tue ja gerade. Also ich glaube halt Eisen und Magnesium. Nicht Eisen. Eis und Magnesium haben, glaube ich, nicht ganz so viel Volumen. Also ich habe schon 180k Eisen. Wenn ich Eis sag, meine ich Eis, okay? Okay. Schön, dass wir das geklärt haben. Ich nicht einfach schon mit. Also, ja, okay, ich versuche. Ich habe zu viel Eisen in meinem Leben abgebaut, es tut mir leid. Das muss dir doch nicht 180k leid tun, dass du Eis. so viel abgebaut hast. 180k Eis. Und 20k Magnesium und wir sind eher aber erst bei 74.000, glaube ich. Ja, 1000 Liter von 421.000. Also es hat noch gut Platz. Aber ich habe auch gerade ein bisschen mit Rechtsklick, ohne Eis zu verdingsen, keine Sorge, ein bisschen das Loch einfach größer gemacht, dass ich einfach, weil den ganzen Stein wirklich mit Linksklick wegzumachen, das geht Jahre. Ja, solange Habe ich ein nichts Wichtiges bisschen. vernichtet, ist alles gut, ne? Ja, also ich habe extra geguckt, es ist nicht draufgegangen. Habe es ein bisschen größer und fange jetzt wahrscheinlich gleich an mit dem Magnesium, das schön da alles raus zu. Habt ihr eigentlich schon ein bisschen Magnesium mit rübergenommen? Nee. Frage ist, wie viel Magnesium brauchen wir eigentlich? Alles, was dort ist. Ja, das stimmt. Eigentlich kann man nie genug von Magnesium haben, weil Munition verballert man, die kriegt man nicht wieder zurück. Ja. Ein Schiff aus Eisen, wenn man gescheit fliegt, geht's nie kaputt, also muss man auch nicht neues Eisen reinstecken. Muni, du schießt, die fliegt, weg ist das Magnesium. Ja, man braucht natürlich auch Eisen für die Muni. Stimmt. Okay, ich glaube, Eisen haben wir eine Menge. Gerade im Moment. Darüber können wir uns Sorgen machen, sobald es soweit ist. Ja. Öfter bohren wir sollen, wie er es auch vorher getan hat. Ja, also kann auch sein, dass sie es nur komisch angefühlt hat, weil ich es lange nicht gemacht habe. Also bis jetzt fühlt sich ganz normal an. Funktioniert alles bestens. Und meine Eisen. Ich habe echt zu viel Eisen im Kopf. Ich habe einen Kopf aus Eisen im Eisen. Kopf. Lass das niemanden hören. Ja, Ah. mein Bohrer steckt ganz tief gerade im Magnesium. Aber jetzt muss ich gerade ein bisschen wieder frei machen. Aber sonst kriegt er hier Magnesium-Überdosis. Vielleicht korrigiert das ja die Eisenüberdosis. Das wäre doch mal was. Habe ich nur noch Magnesium im Kopf. Okay, wenn es euch ein bisschen unterhalten hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo sowieso und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao, Leute.